Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Ich habe schon über einige Restaurants in Wien berichtet und heute geht es um ein ganz besonderes, außergewöhnliches, und zwar das Restaurant Vier Sinne. Das heißt deshalb Vier Sinne, weil eben der fünfte Sinn, der Sehsinn, ausgeschaltet ist dadurch, dass es in völliger Dunkelheit stattfindet. Und neben mir sitzt der Andreas, der ganz zu den Anfängern von Vier Sinne dort gearbeitet hat. Ja, das war, man hat das aufgeöffnet, also das war 2009, wenn ich nicht komplett daneben liege. Und ja, ich war damals von Anfang an mit dabei und hatte bis dahin auch schon in einem anderen Dunkellokal gearbeitet, hatte mir auch schon einige Mal so angesehen, weil mich das einfach interessiert hat, wie wird das gemacht und wie arbeiten die Leute dort. Ja, und dann bin ich dann irgendwo, habe ich mal eine Anzeige gelesen, dass sie das machen, dass sie Mitarbeiter suchen, habe mich dort beworben und ja, bin dann auch genommen worden. Und muss sagen, das hat mir dort sehr, sehr gut gefallen, weil das war eigentlich ein anderes Niveau, was ich bisher kennengelernt hatte, weil der Inhaber, Manuel Frass, der hat sehr viel auf das Ambiente Wert gelegt. Und das war auch aus meiner Sicht immer deutlich zu spüren oder sowas. Ja, ob man jetzt in einem Raum sitzt, wo der ein bisschen kahl ist oder so. Also sehr nett eingerichtet. Also das kommt auch richtig gut rüber. Und auch die Qualität des Essens war immer gut. Ja, die darf man natürlich überhaupt nicht vergessen. Die Qualität des Essens wirklich sehr, sehr gut. Also, der Standort hat sich jetzt in der Zwischenzeit geändert, da wo wir es kennen, wo ich dort war. Ich war auch dreimal essen dort. Das war damals noch im 3. Bezirk, jetzt ist es im 16., aber direkt an der U3 Otterkring. Und ich war damals einmal mit einer Freundin, einmal mit einer Kollegin und einmal mit der Familie von Andreas essen. Und es hat allen immer eigentlich sehr gut gefallen. Und ja, teilweise waren sie halt sehr beeindruckt auch, wie das ist im Dunkeln zu essen, ja, worauf man da achtet, dann auf wie die anderen Sinne wichtig werden und ja. Ja, es ist halt, war auch immer interessant zu sehen, wenn Gäste halt kommen. Meistens waren es bei Vier Sinne Pärchen und was mir da auch immer gut gefallen hat, ich habe, wie gesagt, also jetzt im Laufe der Zeit habe ich dann noch mehr solche Dunkellokale besucht, in Deutschland, in der Schweiz, hier in Österreich sowieso. Und was mir bei Vier Sinne immer gut gefallen hat, dass es dort Zweiertische gegeben hat. Weil meistens ist es ja so, dass Pärchen essen gehen. Und ja, und wenn halt eine Familie essen geht, dann wurden einfach die Tische zusammengestellt. Ja, dann aus dem Zweier ist ein Vierer oder ein Sechser-Tisch geworden. Das hat auch gepasst. Aber grundsätzlich mal, wenn jemand als Pärchen dort hingegangen ist, dann hat man dann auch am Tisch da gesessen. Und ja, und das will man ja auch meistens dann alleine sitzen. Also das war von da, das war sehr gut. Zwischen den Gängern gab es immer so ein Angebot, auch zum Beispiel eine Skulptur zu ertasten oder. Ja, also ich würde nicht ganz so viel verraten, ja. was es da zwischen den Gängen gab. Überraschungen. Also es gab also Überraschungen oder sowas. Es war halt immer so eine Mischung aus denen, ja, wenn Leute dann essen gehen und dann gibt es ja Leute, die wollen mal was erleben, was Außergewöhnliches machen, wollen dann auch was erleben dann beim Essen und so. Und es gab eben auch die Pärchen, die fanden das romantisch oder ja, haben ihr Kennenlernen dort gemacht oder so. Und ja, zwischen den Gängen, da gab es immer, dann kam eben der Kellner, also in dem Fall ich oder meine Kollegen kamen dann mit irgendwas und dann gab es irgendwas zu tun. Wer wollte? Also ich weiß nicht, wie es meine Kollegen gemerkt haben, aber wenn ein Pärchen da seinen romantischen Abend haben wollte, dann bin ich auch nicht dazwischen gefahren und habe am Anfang gefragt, oder, wollt ihr da ein bisschen was machen so zwischendrin oder wollt ihr lieber eure Ruhe haben? Naja, wir machen heute unser Einjähriges und alles klar. Dann lässt man die Leute natürlich auch in Ruhe, ja, und beschäftigt sich dann mit den Leuten, die das gerne machen möchten. Und hast du den Gästen auch sowas über Blindheit erzählt?
Also, nein, das habe ich halt nur gemerkt. Also, ich habe von Anfang an den Gästen immer gesagt, dass ich halt nichts erzähle, weil ich weiß den Hintergrund nicht, warum sie kommen. Ja, eben, wie gesagt, weil die einen, die machen ja 10 Jahre verheiratet, die anderen machen ihr Kennenlernen, die anderen haben vielleicht was zu besprechen in einer besonderen Atmosphäre und die nächsten wollen einfach nur mal gucken, wie das ist im Dunkeln. Und ich habe von Anfang an immer gesagt, also dass ich nie, also wenn Sie was wissen möchten über die Leute, die hier arbeiten, eben die Blinden und Sehbehinderten, wie das alles geht oder wie die leben, dann sollen Sie fragen, die können mich alles fragen. Aber weil ich will ja niemanden auf die Nerven gehen und dann meine blinden Geschichten da erzählen und die wollen das gar nicht hören, ja, das geht ja nicht. Also ich finde, das ist ein Ich guter glaube, Weg. ja, ich glaub, viele kommen von selber auf die Idee, dass sich da ein bisschen Gedanken machen, wie blinde Menschen leben, wenn sie da so ein paar Stunden im Dunkeln verbracht haben. Ja, es gibt, also es war kaum jemand dabei, der nicht dann doch irgendwann gefragt hat. Und es war dann auch meistens so, dass man nach dem Essen, nach dem Dinner und wenn das alles wieder, wenn es wieder, wenn, ja, praktisch, wenn das Dinner dann beendet war oder sowas, dann gab es dann im Hellen auch noch mal was zu trinken und dann sind da eben auch die Kellner dazugekommen und dann gab es oft, nicht oft, eigentlich immer sehr nette Gespräche und es gab dann auch immer sehr viele Leute, die dann sehr viel gefragt haben und ja, denen dann auch bewusst geworden ist wieder, dass sie tatsächlich ja von Blinden bedient worden sind, weil manche vergessen das dann auch, wer im Dunkeln. Und ja. Ja, und jetzt zum Abschluss erzählt noch der Emanuel Frass, der Gründer von Viersinne, ein bisschen was über das Angebot. Hallo, mein Name ist Emanuel Fraß. Ich bin Gründer von Vier Sinne. Vier Sinne bietet einzigartige Erlebnisse bei absoluter Dunkelheit. Und zu unserem wohl prominentesten Programmpunkt gehört das Dinner in the Dark. Bei Dinner in the Dark haben unsere Gäste die Möglichkeit, bei absoluter Dunkelheit ihren verbleibenden 4 Sinnen auf die Spur zu kommen. Besucht wird es wahlweise von Privatpersonen, von Pärchen, Familien, Freunden, aber auch von Firmenkunden, die dann beispielsweise auch zu Teambuilding-Seminaren oder zu Celebrate, der Firmenfeier bei absoluter Dunkelheit, zu uns kommen. Angesiedelt sind wir in Ottakring im 16. Wiener Gemeindebezirk, direkt an der U3-Station Ottakring. Und unser Lokal fasst ca. 30 Sitzplätze. Unsere Mitarbeiter sind blinde und sehende Menschen und besteht aus ca. also unser Team besteht aus ca. 12 Kolleginnen. Wir sind das ganze Jahr über erreichbar und man kann neben Dinner in the Dark auch zum Brunch in the Dark kommen oder zur Weinverkostung im Dunkeln oder zur Bierverkostung im Dunkeln. Alle diese Events sind online buchbar über unsere Homepage www.viersinne.at, wo man auch noch weitere Informationen finden kann und FAQs beantwortet werden. Wir würden uns freuen, Sie sehr bald bei uns begrüßen zu dürfen und verbleiben bis dahin mit lieben Grüßen, das Vier-Sinne-Team. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.